Bleiben? Ja. Ihr müsst auch hier bleiben? Ja. Ja, das wird dann heute ein kurzer Vormittag, weil ich lasse sie jetzt hier nicht draußen, weil draußen die Katzen sind. Habe ich das schon erwähnt, dass sie draußen nach 3 Jahren Katzen sind? Aber es ist für mich immer so, ja, okay, ist halt doof, ist halt nervig, aber ist halt auch eine gute Übung, ne? Dass sie damit klarkommen, gerade Maddie und so. Dass die da nicht so... Ja, gut, das war alles, was ich erzählen wollte. Und jetzt geht's los. So, liebe Freunde, ich wollte euch ja noch meinen Einkauf von heute zeigen. Ich war überall heute, so Klimbim und so. Ja, hier Leckerchen für die Hundis für unterwegs. Sprühkleber brauche ich nochmal zum Basteln und zum hier ein bisschen was an meine Wände festmachen hier, hier oben. Das ist Bewegungsmelder einmal für, ja, ich weiß nicht, für irgendeinen Schrank. Das ist für im Bad, dann brauche ich das große Licht nicht immer anmachen und auch nochmal für die kleinen Schränke. Also ich mache die dann hier drin von innen. Dann kann ich da immer was sehen oder an der Seite oder so. Dann sehe ich da immer was, wenn ich den aufmache und im Dunkeln oder so. Dann haben wir nochmal eine neue Bürste und das brauchte ich auch. Das habe ich ja die ganze Zeit gesucht, jetzt habe ich es günstig gefunden. Das passt schon, das habe ich anprobiert und das ist wunderbar. Das ist auch in Blau, das ist, sieht jetzt schwarz aus, das ist aber blau, dunkelblau, natürlich blau. Und das habe ich geschenkt bekommen. Ja, mal schauen, was ich damit machen kann. Sogar eine Leckerdose oder so. Und hier ganz viele Deckelchen, die habe ich ja letztens, habe ich ja um 2 Stück gebettelt. Jetzt habe ich ganz viele. Und ein bisschen Hundefutter. Sehr schön. Noch ein bisschen draußen, weil es hier angenehm ist. Die Hundis haben eigentlich größtenteils den ganzen Tag oben auf der Couch verbracht, mit mir natürlich zusammen, haben lecker gegessen. Jetzt humpeln die noch hier ein bisschen rum und wir chillen jetzt und ja, verbringen den Abend, weil morgen soll es regnen. Von daher haben wir jetzt noch ein bisschen den Tag so genossen, wie es ging mit der Hitze. Und morgen regnet es den ganzen Tag und Donner und so. Es kommen auch schon ein paar Wolken. Tada! Deswegen kühlt es jetzt Gott sei Dank auch ein bisschen ab. Auch da drinnen jetzt gleich, denke ich. Und dann bin ich auch platt für heute. Morgen ist ein neuer Tag. Mal schauen. Also, gute Nacht. Good morning. So, wir sind ready. Wir warten jetzt noch kurz, weil jemand mitgehen möchte. Und ja, da sind die Katzen. Da sind die Katzen. Aber seht ihr, total entspannt. Ja. Training macht's, ne? Echt. Immer so durch so Situationen muss man einfach durch. Funktioniert auch. Ohne dass ich was groß mache. Ja, ganz entspannt. So, wir gehen hier spazieren, wie gesagt, und mal schauen. Hier ist alles so bergig. Aber vielleicht finden wir einen See oder irgendwas. Auf jeden Fall sehr viele spannende Dinge hier für die Hundis.
geht los. Der nächste Tag. Wir haben Sonntag und 20 nach 2. Nadine fährt los. Eigentlich ist ja, also ich bin um 2 Uhr losgefahren. Ich habe es noch getankt. Und ja, fahre jetzt ungefähr 150 Kilometer. Ich habe mir gedacht, komm, ich wäre noch gerne da geblieben, aber ich komme auf jeden Fall wieder, weil ein bisschen Tränchen in den Augen, dass ich da wieder fahren musste. Liebe Claudia, wenn du das siehst, vermisst dich jetzt schon. Ja, auf jeden Fall fahre ich jetzt weiter. Morgen ist ein neuer Tag. Und dann bis gleich. Sorry. Moment, einmal so, hat man auch alle im Blick. Wir sind angekommen, Freunde, und ich habe schon gedacht, na, hoffentlich stehst du hier nicht alleine, aber nein. Tada, guckt euch das mal an. Alter. Ja, die da hinten da, die da hinten, die wohnen alle da. Das ist krass. Ja, also hier, denke ich mal, stehe ich ganz safe. Und die Mäuse haben sich das verdient. Die Minimäuse kriegen hier, ne, Minimausebär. Ja, ihr habt es schon nicht gekriegt. Ihr könnt die großen Öhrchen nicht essen, mein Schatz. Ah, jetzt erstmal Päuschen machen, ne? Ja. Friends, wie immer meine Aussicht, wenn ich spazieren gehe und ich habe mir ja einen super Platz, gehe ich einfach hier zack vom Parkplatz in den Wald und hier kann man ohne Ende laufen. Das ist so schön, trotz Ruhrgebiet und alles. Also wirklich, ach, ich liebe das. Sogar fast besser als bei uns auf dem Land. Schöner gemacht auf jeden Fall mit den Wegen und alles. Ja, ich habe gerade auf jeden Fall eine, ja, liebe, nette Person getroffen, also beziehungsweise zufälligerweise lief sie mit ihren Hunden rum und sie wohnt hier und liebe Kerstin, wenn du das siehst, ich grüße dich, hat mir Spaß gemacht und viel, viel lieben Dank für dieses wunderschöne Arbeit. Love steht da drauf, kann man dich sehen, da. Ja, war sehr schön, haben ein bisschen gequatscht und finde ich toll, wenn man mich anspricht und so, ja, ein paar Tipps gibt und so, auch ein bisschen in Richtung Kritik oder irgendwas, so dass ich halt weiß, was ich hier auch zeigen soll und so, was euch interessiert. Ja. Ja, das war sehr, sehr schön. Jetzt gehen wir noch bei schönem Wetter, obwohl es heute regnen sollte und zwischendurch auf der Autobahn auch geregnet hat. Sehr schön, da vorne ist irgendwo ein See, da gehen wir morgen hin, weil guck mal hier, ey, es geht hier einfach überall hin. Da, 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 überall, überall. Also sehr schön, das werden wir morgen auf jeden Fall ein bisschen erkunden hier. Vielleicht bleibe ich noch länger, ich weiß es noch nicht. Je nachdem, momentan fühle ich mich gerade sehr wohl. Von daher freue ich mich auf jeden Fall, dass ich jemanden getroffen habe, ein bisschen quatschen konnte. Und ja, da ich auch weitermachen kann und irgendwie, weiß ich nicht, bin ich positiv gestärkt immer, wenn ich so Menschen treffe. Ja, die Mäuse sind auch ganz lieb, die freuen sich jetzt auch mal um richtigen Auslauf hier im Geraden. Nicht mehr die Berge hoch und runter. Ja, macht Spaß, also... Ich denke, gleich kommt auch nicht mehr viel. Also bis morgen. Thank you.
So, doch noch nicht vorbei für heute. Ich melde mich nochmal, weil mir ist gerade aufgefallen, ihr seht die Emmy. Da, kleine Maus, die schwarze, läuft so schön mit gerade. Und das ist nicht, weil die Langeweile hat oder weil die laufen will, also muss, so, sondern weil sie keine Schmerzen hat. Und zwar gebe ich nämlich jetzt seit ein paar Tagen, keine Wochen, ein paar Tage, gebe ich ihr Traumehl. Weil ich hatte relativ viele Tierärzte angerufen und gefragt wegen der Injektion, die sie in Spanien bekommen hat. So einmal richten. Und die sagten alle, also 75 Euro bis 90, 95 Euro war so der Preis. Und das war immer inklusive einer Voruntersuchung. Also die, weil die der Hund neu ist und so. Habe ich gesagt, ey Leute, das können wir uns sparen, weil ich brauche nur die Injektion. Nee, geht nicht anders. Jo. Ja, und dann war ich ja bei meiner lieben Freundin. Und die hat ja sehr viel Ahnung von ganzen Hundegedöns und wenn ich Schmerzen habe und gerade alte Hunde und so weiter und Arthrose und so weiter. Und ich hatte ja auch Teufelskralle schon ausprobiert zwischendurch. Das hat aber bei wirklich keinem wirklich was gebracht. Kann ich nicht für meine Hunde so empfehlen. Keine Ahnung, bei wem es hilft, ist toll, aber bei meinen Hunden hat es nicht funktioniert. Und jetzt habe ich, wie gesagt, Traumehl gebe ich jetzt seit ein paar Tagen. Und alle beide, also nur die Emmy und die Bella, die beiden kriegen das, die zwei Großen, kriegen das morgens und abends. Und ich bin sehr erstaunt, ich bin sehr glücklich und es ist ja auch keine Nebenwirkungen oder so. Das ist halt auch homöopathisches Zeug, also nichts irgendwie Chemisches oder so. Komm Mädels! Ja, und da bin ich sehr, sehr glücklich gerade, dass das so, dass sie so schön mitläuft und aufmerksam ist. Also als wenn ich ihr diese Injektion gegeben hätte. So fühlt sich das jetzt gerade an. Ich werde natürlich weiterschauen und berichten. Ja, ich bin so stolz auf meine Hundis. Die sind so lieb. Ne? Ja. Njam, njam. Ja, jetzt gleich gibt's Jam Jam. Jetzt gleich gibt's Essen. Und dann gehen wir schön ins Bettchen. Hatte ich ja schon mal erwähnt. Also, jetzt sage ich mal, bis morgen. Leute, ich bin jetzt schon abgekämpft, aber weil ich hier ein bisschen berghoch laufen muss, ob ich es bis da oben schaffe und euch einen schönen Ausblick zeigen kann. Ich kann nicht mehr. Puh.